100 Ideen für unsere Zukunft. Unter diesem Motto stand die Future Convention in Frankfurt. Hier trafen sich zahlreiche Nachwuchstalente, Unternehmensvertreter und Politiker, um sich über die Herausforderungen unserer digitalisierten und ständig ändernden Gesellschaft auszutauschen. Auch der Schirmherr, Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, informierte sich über einige Projekte. Sein Wunsch für die Zukunft? Also was ich wichtig fände, wäre tatsächlich, dass wir im Bereich unserer Wohnungen Dinge noch stärker haben, die einem aus der Ferne die Möglichkeit geben, zu schauen, ob, wenn man was vergessen hat, ob das da ist. Also kleinere Kamerasysteme oder wo man auch von draußen dann eben die Infrastruktur, also mit dem Rollladen oder andere Sachen, in Betrieb nehmen kann, ohne dass man deshalb extra nach Hause fahren muss. Ja, solch eine Erfindung hat es in diesem Jahr tatsächlich nicht zur Future Convention geschafft. Dafür aber zahlreiche andere innovative Ideen. Zwei Studentinnen haben sich beispielsweise mit der Flüchtlingsthematik auseinandergesetzt. Ihre App soll Neuankömmlingen bei der Orientierung helfen. Wenn ich jetzt als Flüchtling in einer Unterkunft ankomme, habe ich halt über die App die Möglichkeit, auf eine interaktive Karte zuzugreifen und auf dieser Karte zum Beispiel Behörden zu finden, Ärzte zu finden, Versorgungseinrichtungen zu finden. Dazu gibt's die passenden Vokabeln und praktische Alltagstipps. Die App befindet sich derzeit aber noch in der Entwicklungsphase. Weiter sind da schon die Jungs von Juno. Juno ist ein Produkt für Liebespärchen, die in einer Fernbeziehung leben. Und es soll im Prinzip die Präsenz von einem Partner über eine weite Distanz übertragen können. Und es funktioniert über verschiedene Kanäle. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier vor mich bewege, dann wird an dem anderen Gerät die Bewegung dargestellt in Form von so einem Lichtspiel. Ich kann das Gerät auch berühren und damit Körperdaten wie zum Beispiel Temperatur und meinen Puls übertragen. Und das wird dann an das Gerät von meinem Partner übermittelt und er kann dann quasi sehen und auch erfühlen, wie es mir geht. So könnte sie also aussehen, die Fernbeziehung von morgen. Das Essen der Zukunft heißt falscher Hase und besteht aus Mehlwürmern. Zumindest wenn es nach der Studentin Caroline Schulze geht. Ich habe mich halt damit beschäftigt, wie man das in Europa kultivieren könnte, das Insektenessen. Und meine Idee ist es, sozusagen über einen spannenden Herstellungsprozess auf das Thema aufmerksam zu machen und das Insektenfleisch in eine neue Form zu bringen. Zum Beispiel über den 3D-Druck. Insekten verspeisen ist zwar nicht jedermanns Sache, die Idee ist dennoch zukunftsträchtig. Und so gibt es viele tolle Einfälle auf der Future Convention. Seien es sich selbst versorgende Pflanzen, ein intelligenter Gesundheitsbegleiter oder eine Koch-App für Lebensmittelunverträglichkeiten. Welches dieser Produkte uns dann aber tatsächlich bald begleiten wird, das kann nur die Zukunft zeigen.